Autsch. Nee. Ach, wie macht man das denn nochmal? Oh, ich hab's vergessen, ehrlich. Komm ich hier ein bisschen höher oder so? Das wäre cool. Nee, scheinbar not. Weil da hinter diesem komischen Schrank ist das Ding. Schade. Sonst hätte man das vielleicht so machen können, aber leider, leider nein. Vielleicht kann man das irgendwie anders mit einem Auto oder so, dass man sich da irgendwie das zusammen hackt, cheatet, wie auch immer. Das ist doch doof. Wie war das nochmal? Kann ich da unten vielleicht noch irgendwas machen? Jetzt nix. Ach, hier haben wir eine Kamera, gut. Dann können wir das schon mal entriegeln hier. Beziehungsweise. Nicht entriegeln, aber das können wir entriegeln. Hat das noch Kameras irgendwo hier? Nö. Gut, dann muss ich gucken. Ups, was ich jetzt entriegelt habe. Vielleicht das Ding da hinten. Ich glaube aber nicht. Nein. Dann, was denn noch? Was gibt es denn sonst noch hier zu entriegeln? Hier ist schon mal nichts. Das Ding sowieso nicht. Ja, war sehr erfolgreich auf jeden Fall. Keine Ahnung, was ich hier entriegelt habe. Wollen wir noch eben schauen, ne? Was es sonst noch hier gibt. Eindringen, nicht entriegeln. Ja, keine Ahnung, vielleicht muss ich noch mal ans Fenster von außen. Puh, muss ich gucken. Ich habe keine Ahnung, echt. So, hier, das ist der Gang, den wir eben gesehen haben. Und hier unten ist ein Fenster, wobei ich glaube, da kommen wir nicht ran, oder? Ja, doch, rankommen wir. Naja, gut. Nicht sehr erfolgreich, aber rankommen wir. Nein. Naja, bringt uns nicht gerade viel. Hier jetzt zu sein. Mach mal Licht aus hier. Naja, naja. Was gibt's denn sonst noch? Kann ich hier irgendwo anders? Ah ne, das ist eine Straße. Komme ich von oben ran? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Ne, natürlich nicht. Hier ist ein Lift. Ein Lift, ein Lift. Ich muss irgendwie da unten rein. Und rein theoretisch müsste das doch eigentlich so sein, dass ich hier oben da irgendwie hacken kann. Den Scheiß. So, irgendwie muss ich das Ding da oben hacken. Ah, haha, so geht das. Ja, gut, das muss man auch erstmal checken. Ich glaube, das war letztes Mal einfach nur, dass ich das wahrscheinlich wieder sofort zurückgedreht habe oder sowas. Entweder aus Versehen oder mit Absicht, keine Ahnung. Und ich dann deswegen halt das nicht nochmal gemacht habe und mich dementsprechend nicht dran erinnert habe. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch irgendwie. Hallo. Danke. Gut. Dann einmal so. Wieder zurückdrehen.
Und wieder runter. Yay. So. Das ist aber nur, damit man wieder zurückkommt. So. Hier kommen wir jetzt rein. Können wir einmal nach ganz hinten gehen. Ui. Weil ich glaube, hier lag was. Audio-Log. Was? Achso. So, hacken wir den Vers mal eben. Mal gucken, was wir drin haben. Hi, Merken, danke, dass du deine Bedenken bezüglich des Battle geäußert hast. Sei aber beruhigt, es gibt keine Gehirnwäsche-Features. Oh, und es gibt Neuigkeiten, wir befördern dich zum Kundenbetreuer. Alles klar. Sorry, meine Schuld. Wenn wir den Kram einmal entriegeln, kommen hier oben raus. Und jetzt müssten wir eigentlich unten reinkommen. Ja. Wie gesagt, das ist der trickieste Turm, C2S-Turm, den es hier in der gesamten Stadt gibt. Alle anderen sind ein bisschen Hochgehüppe und nichts im Kreisrennen, weil das ist wirklich so viel mit dem Kreisrennen. Du bist halt wirklich, Alter, du gehst irgendwo hin, warst da schon mal. Also Jed ist der Besitzer von Jedediah's Bar, Pornys liebstes Wasserbad. Vielleicht das Einzige. Hoffentlich erwische ich ihn nüchtern. Ja, da fahren wir natürlich jetzt auch direkt hin, weil es die Quest so verlangt. Aber natürlich, wie schön man hier, wie schön auch genau gesagt wird, extra noch so, Jedediah's Bar, das bist du, bla. Das kommt so behindert einfach. Gut, er ist wahrscheinlich ein bisschen betrunken gewesen oder was, keine Ahnung. Was auch immer, ist mir egal. Auf jeden Fall ist er ein wenig, ist er, naja, es geht, aber trotzdem finde ich es ein bisschen strange, ne? Müssen wir erreichen. Ne? Michael Bruce. Genau. Und da hinten. Grady T-Bone. Suche nach Ray Kenny. Nie von ihm gehört. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Was denn?
bezahlt den Mann? $100. Cash. Kaution für Schäden. Ja. Ich hab's irgendwie nicht mit Bargeld. Das geht auf deinen Deckel. Also. Was wissen Sie über Raymond Kenny? Ist nicht sehr gesellig. Ich will hier keinen Ärger, Tibor. Achte nicht auf den. Er hat sie nicht alle. Kein Respekt vor Künstlern. Künstler am Arsch. Mürrischer Säufer schon eher. Trink. Kümmere dich nicht um den Wirt. Der ist okay. Tief im Inneren. Ganz tief im Inneren. So. Und jetzt gibt es ein kleines Trinkspiel hier. Und da müssen wir das machen. So, ist vom Ding her anfangs, also das ist jetzt das Tutorial in Anführungszeichen. Das gibt es auch später als normales Trinkspiel, also das kannst du nebenbei machen. Im Endgame oder auch so zwischendurch. Und da wird es halt schon echt irgendwann richtig schwer, also... Es gibt pro, also es gibt drei Leute in der Stadt und pro Charakter oder pro Gegner gibt es irgendwie 10 Runden und da musst du irgendwie 5 Mal oder ne, keine Ahnung, wie oft das schaffen. Ja, damit wird was gehen. Hörst du das? Wie es brummt? Das ist eigentlich sogar relativ einfach im Vergleich zu den anderen hier, das da. Also Freunde, vorerst. Weil man dann ja sozusagen den Timer wieder zurücksetzt oder sowas. Hier weiß man noch nicht genau, was es ist. Das Zeug juckt auf der Zunge. Ja gut, dann machen wir die hier drüben. X, Dreieck, Viereck und... Das könnte knapp werden. Na komm, ja, wir daneben. So. So. Na. Was sagst du, wie der Name war? Raymond. Es geht auf deine Rechnung, Tibor. Ja, ja. Schuldest dem Mann $100. Natürlich. Woher er das jetzt weiß? Keine Ahnung. Aber egal. Genau, jetzt das ist T-Bone BZW Raymond Kenny. Ganz einfach eigentlich. Hätte man sich auch denken können, weil der wird im Titelbildschirm auch gezeigt. BZW gibt es für ihn, wird es auch eine eigene Storyline geben. Jemand wollte mich ermorden lassen. Dabei starb meine Nichte.
Aber was in diesen Dateien steht, wird nicht zu ihm. Ich werde ihn finden, mit dir oder ohne dich. Aber mit dir wäre es einfacher. Ich schlag dir einen Handel vor. Meinst du, ich bin in dieser Staubschüssel wegen dem Agenten? Seit diese Bastarde mich gefeuert haben, habe ich versucht, wieder reinzukommen. Ich brauche einfach nur jemanden, Spyware in ihr Netzwerk schloss. Wäre es einfach, hättest du es längst gemacht. Hey, wenn es schwer wäre, hätte ich es längst gemacht. Es ist unmöglich, auch nur an ihre Nähe zu kommen, ohne Großalarm auszulösen. Die haben ein biometrisches Profil. Ich habe Plumpen in meinem Gebiss, die sofort die Security alarmieren. Dabei kann ich dir helfen. Aber hinterher kommst du mit mir nach Chicago. Oh, tue ich das. Folge mir. So, folgen wir ihm mal.